So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Es geht um Rückzug, dann blockiert, dann komplett abgelehnt, nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. All das kann von dir transformiert werden in eine Liebesgeschichte. Ja, ich weiß, wie es geht. Ja, ich habe es erlebt. Ja, dieser komplette Rückzug, dieses Blockieren, das habe ich auch schon ganz, ganz oft erlebt, dass sich Menschen verabschiedet haben aus meinem Leben und ich habe sie nie zurückmanifestiert. Aber das war lange her, bevor ich dieses Prinzip der Divine Design Manifestation kannte. Es ist immer ein riesengroßer Schmerz, wenn ich dann dastehe und die andere Person will tatsächlich nichts mehr von mir wissen. Warum ist es so? Da will ich jetzt erstmal drauf eingehen. Warum tut mir das so weh? Weil es eine Bestätigung ist, dass ich nicht gut genug bin. Weil es mir ganz klar wieder zeigt, wie mangelhaft und nicht liebenswert ich bin, dass ich es nicht wert bin, dass man bei mir bleibt, dass ich es nicht wert bin, dass man sich mit mir auseinandersetzt, dass man die Sachen bespricht, dass man die Sachen klärt. Ja, das kennst du sicher auch alles. Da sitzt du da und denkst dir, wieso haben wir nicht drüber gesprochen? Wieso können wir nicht drüber sprechen? Wieso muss jetzt alles zu Ende sein? Wieso kann man das nicht wieder regeln? Wieso kriegt man das nicht ins Lot? Wieso willst du nicht mit mir sprechen? Wieso blockierst du mich? Und dann fängst du an, wirklich im Außen zu hohl zu drehen und willst alles halten und rufst an und versuchst zu diskutieren, versuchst dich zu erklären, versuchst das Ganze irgendwie wieder so gut zu machen. Und du bist verzweifelt, ja. Du hast unglaubliche Angst, dass alles verloren geht, dass du alles verlierst, wenn diese Person nicht mehr in deinem Leben ist, dass gar niemand mehr für dich da ist, dass du total einsam bist. Und da freakst du natürlich aus und machst all diese Sachen, die nichts bringen, außer dass sie das Ganze noch mehr verhärten, dass sie noch eine größere Trennung hinzufügen und dass dann irgendwann mal eben diese komplette Blockade ist. Du bist auf allen Kanälen bist du blockiert und du sitzt da und bist einfach eingesperrt. Du bist alleine, du kannst nichts machen, du bist ausgeliefert, du wirst voll vollendete Tatsachen gestellt. Das ist das, wie du dich fühlst, weil du natürlich die Sache so siehst und weil du die Sache natürlich schon oft so erlebt hast, dass du hilflos bist, dass du alleingelassen bist, dass niemand mit dir reden will, dass es nicht interessiert, wie es dir geht, dass du einfach unwichtig bist, dass die anderen ihr Leben machen und dass sie dich zurücklassen. Und all diese Gefühle und all diese Ansichten, die sind ja nicht neu, die kommen ja nicht aus dieser Beziehung, sondern die kommen aus deiner Vergangenheit, die kommen aus der Person, aus dem Mädchen, aus dem Mann, das du geworden bist in deinem menschlichen Design. So wurdest du behandelt. So wurdest du als Kind, als junger Mensch. Es hat sich ja immer wieder wiederholt, ja, weil du quasi von deinen Eltern so aufgestellt wurdest. Natürlich nicht bewusst, sondern unbewusst haben sie dich durch die Art und Weise, wie sie dich behandelt haben, wie sie dich gesehen haben, wie sie sich angesehen haben, haben sie dir gesagt, das bist du. Und zusammengefasst haben sie zu dir gesagt, du bist nicht gut genug, deswegen bist du nicht wertvoll genug, deswegen ist es nicht wichtig, was du willst. Deswegen ist es nicht wichtig, was du dir wünschst oder was du sagst oder deine Ansichten. Geh unter den Tisch, sei ruhig, solange du deine Beine unter unserem Tisch hast, hast du nichts zu sagen, bist du quasi niemand, du hast keine Ansprüche, du bist
absolute Abhängigkeit und du musst dich fügen und gefügig machen. Und wenn du natürlich das über dich glaubst, dass du so wertlos bist, dass es so unwichtig ist, was du dir wünschst, dass es niemanden interessiert, ja, dann sitzt du irgendwann mal da als erwachsener Mensch und hast genau noch die gleichen Gefühle, hast genau noch die gleichen Ansichten und fühlst dich natürlich total alleingelassen, nicht unterstützt, nicht erwünscht. Und in dieser Identität, in diesem Selbstkonzept wird dir nun mal nach dem Prinzip unseres Universums, das besagt, dass alles so ist, wie du es glaubst, siehst und annimmst, was du über dich selber glaubst, zeigt sich bei dir im Außen. Weil du bist die einzige wahrnehmende Person. Du nimmst die Dinge so wahr. Und du weißt ganz selber, dass da ganz oft schon irgendwelche Auseinandersetzungen mit Freunden, Bekannten oder auch Fremden waren, die Dinge komplett anders wahrgenommen haben als du. Und dann hast du dich nochmal verletzt und verlassen gefühlt, weil niemand dich verstanden hat. Weil niemand dich sieht in dieser Rolle des Abgelehnten und weil niemand sieht und versteht, dass du abgelehnt bist, weil in Wahrheit bist du das ja nicht. Und darum geht es, dass du dieses ganze komplette Package verstehst, wie du dich natürlich gefühlt hast und wie du alles wahrgenommen hast, aber dass es tatsächlich nur die Wahrnehmung war aus der Perspektive der Person, als die du in unserer Gesellschaft, in unserem System angesehen wurdest von denen, die sich selber so gesehen haben. Deine Eltern haben sich selber so gesehen. Deine Eltern hatten genau die gleichen Annahmen, Rückschlüsse und du hast sie nun mal ungefiltert übernommen, weil unser Leben nun so mal ist, dass wir diese Dinge ungefiltert übernehmen, dann erwachsen werden, erkennen, wer wir wirklich sind und all diese Annahmen und Rückschlüsse und unsere eigene Identität aus dem Divine Design heraus erkennen dürfen und dann neu denken über uns und über die anderen. Neue Ansichten haben, neue Rückschlüsse haben und das Ganze, was früher für uns wahr und wahrhaftig war, zerbrechen. Einfach zerschmettern. Weil du weißt, es hat noch nie zu dir gehört. Es war noch nie deins. Du bist in deinem Divine Design hierher gekommen, wurdest sozusagen überzogen, beschmutzt mit Dreck und Matsch. Und jetzt bist du erwachsen und zack, ist es dir klar, wer du wirklich bist in Wahrheit. Und dann erkennst du eben auch, dass dieses ganze Ablehnen, dass dieses ganze Blockieren, dass das ganze, ich will nicht mit dir zu tun haben, du bist unwichtig, passiert ist, weil du von dir eben noch überzeugt warst, dass du unwichtig bist, dass niemand deine Bedürfnisse, deine Wünsche für wichtig nimmt. Und dann erkennst du, Scheiße, ich bin ja die Nummer eins Person, die mich selber verlassen hat. Ich habe mich ja komplett verlassen. Ich war nicht für mich da. Ich habe meine Wünsche und Bedürfnisse nicht wichtig genommen. Ich habe alle anderen in den Vordergrund gestellt. Ich habe mich immer um andere gekümmert. Ich habe nicht nur gekümmert im Sinne was gemacht, sondern du hattest deine Gedanken immer bei anderen. Und mit Vorliebe bei deinem SP. Wie geht's ihm? Was macht er? Denkt er an mich? Der meldet sich nicht. Warum meldet er sich nicht? Du warst nicht bei dir. Du hast nicht gedacht, wie geht's denn mir? Was mache ich denn gerne? Was sind meine Projekte? Was will ich noch erleben in diesem Leben? Was will ich noch ausdrücken von mir, die ich so wichtig bin, die ich so viel zu geben habe, die ich eben so wertvoll bin? Ich bin ein Schatz, ja? Viele sagen sich in der Beziehung, ja, Schatz, und behandeln sich selber nicht wie einen Schatz, stellen sich nicht als einen Schatz im Leben vor. Und der andere sagt Schatz und denkt einfach nur Stück Dreck im schlimmsten Fall. Anhängsel, Anker, Bremse. Und du denkst es auch über dein Gegenüber. Und dann ist man nicht in Love, dann hat man keine Liebesbeziehung, sondern dann hat man einen Kampf. Dann ist man nicht zusammen, sondern versucht immer noch zu zeigen dem anderen,
dass er schlechter ist, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Und dann kommt so ein Kreislauf von Beschuldigungen in Gange und das, du bist schuld und du bist schuld und du hast das gemacht, dann mache ich das auch. Und irgendwann mal explodiert die Chose, weil es so nicht weitergehen kann. Und dann kannst du dich bedanken und kannst sagen, Gott sei Dank, vielen Dank, habe ich es jetzt erkannt, wie sehr ich mich selber blockiert habe, wie sehr ich mich selber abgelehnt habe, wie sehr ich mich selber nicht gut genug gefühlt habe, wie sehr lieblos ich mit mir selber umgegangen bin, während ich gedacht habe, du sollst doch lieblos mit mir, liebevoll mit mir sein. Und so weiter und so fort. Und das ist damit gemeint, wenn du dich in dem anderen erkennst. Und dann hast du es begriffen, dann hast du das System begriffen, dann kommst du in deine Macht und sagst, ja, wuh, das ist alles aus mir herausgekommen. Und wenn ich jetzt will, dass etwas anderes aus mir herauskommt, und zwar eine liebevolle Beziehung mit tollem Kontakt, mit Vertrauen, mit Offenheit, mit bedingungsloser Liebe, mit Anerkennen, dann muss ich diese Beziehung mit mir selber haben. Ich muss mich selber bedingungslos lieben, anerkennen, meine Wünsche anerkennen, mich selber wahrnehmen, mich ernst nehmen. Und dann erst kann ich erkennen, wie das andere für mich tun. Und das ist der Prozess. Und um diesen Prozess wirst du nicht herumkommen. Es ist völlig egal, ob du deine Beziehung zu einem SP, zu einem Familienmitglied, zu Geld, zu deinem Business, zu deinem Leben generell, zu deinem Aussehen anders haben möchtest. Es ist immer der gleiche Weg. Es ist immer wieder das Divine Design Prinzip, das du erkennen musst, aus welchem Design heraus du dich gerade selber betrachtest und die Welt erschaffst. Das ist deine God Power. Das ist deine Energie. Du bist die Energie, die alles in sich generiert. Energie per se ist da, sie ist neutral. Und du lenkst durch dich, durch deinen Seinszustand, durch deine Identität. Und wenn du dich noch als menschlich begrenztes Menschlein siehst, in diesem Körper mit diesen Händen, die nichts erreichen können. Dieser Mund, der spricht und überzeugen will und manipulieren und kontrollieren will, immer wieder abgelehnt wird. In dem Moment darfst du erkennen, dass das nicht der Weg ist, der dich zu den potenziellen Möglichkeiten, zu dem Leben, zu den Erlebnissen führt, die du haben willst. Du musst dich komplett als dein Divine Design erkennen und es dann verkörpern. Und die Basis davon ist nun mal, dass du weißt, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist perfekt, du bist auserwählt, du bist ein Schatz, du bist etwas Besonderes. Einfach nur, weil es diese Vorstellung ist, aus der du herausgeboren worden bist, bevor die materielle Welt mit ihren einschränkenden, bedingten Vorstellungen aus dir einen Mensch gemacht hat, der nun mal so funktioniert, wie man es sich dachte. Aber du funktionierst als grenzenloses, spirituell heißt energetisches Wesen in einem Raum, wo die Dinge noch nicht manifest sind, wo sie Energie sind, aber sie sind da. Neville Goddard sagt, Kreation ist abgeschlossen. Es gibt da nichts mehr zu tun. Und du hast einen ewigen Kampf zwischen diesem angst- und limitiert orientierten menschlichen Design in dir und gleichzeitig diesem unlimitierten, bedingungslosen Divine Design, göttlichen Design in dir, wo die Energie einfach auf deine Potenziale, auf deine Möglichkeiten, nicht im Sinne von eingeschränkten Möglichkeiten, sondern unendlichen Möglichkeiten ausgerichtet werden kann von dir. Aber wenn du natürlich in einem Raum der beschränkten Möglichkeiten agierst und der Bedingungen und der Zusammenhänge und der Rückschlüsse und der Analyse, sprichst du eine Sprache, die in Abhängigkeiten spricht? Und die Sprache des Divine Design, des göttlichen Designs, ist
Sag mir, was du willst. Ja oder nein? Null oder eins? Nicht eins, wenn ja, la, la oder null, wenn ju, du. Reg dich, was willst du? Ja, das. Ich will geliebt, unterstützt werden. Ich will immer wieder Kontakt haben. Ich will gesehen werden. Ich will gewollt werden. Ich will geliebt werden. Gut, eins, das bist du jetzt. Und jetzt musst du es verkörpern. Wie denkt so eine Person über dich, über ihr anderen, über deinen SP? Was für Ansichten hast du über dich selber? Was tust du? Mit Sicherheit denkst du nicht den ganzen Tag, was macht SP? Liebt er mich noch? Liebt er mich nicht mehr? Hat sich irgendwas verändert? Bla bla bla, sondern du bist die, die geliebt und gewollt ist. Und darum geht es. Das ist der Weg, der einzige Weg. Ja, wir haben deswegen unsere, wir sind Divine Design Community. Da kannst du diesen Weg gehen und üben. Da wirst du begleitet, da bist du nicht alleine. Die Regeln sind, zeige dich, sag, was du willst. Weil wenn du es nicht tust und wenn du nichts immer wieder bestätigst, wer du bist und was du bist und was du willst und wie viel wert du bist, kommst du wieder in dein altes Fahrwasser. Und deswegen lade ich dich ein, komm in die Community bis morgen. Hast du noch einen Spezialpreis, 60 Euro pro Monat fürs ganze Jahr. Danach sind es 90 Euro pro Monat. Das ist wirklich dein Spielplatz, wo du dein Divine Design lernst zu verkörpern. Dein Trainingsplatz. Der Platz, wo du komplett gesehen wirst als das, was du bist. Der Platz, wo du spezielle Angebote hast. Der Platz, wo du speziell den I Am Divine Design Trainingskurs von mir hast, immer wieder anschauen kannst, trainierst, ja. Es ist ein Fitnessstudio da drin. Ich meine, im Fitnessstudio gibt es auch immer die, die einfach gucken, was die anderen machen. Aber die, die Erfolg haben, sind die, die eben trainieren, die vorgehen und die umsetzen. In dem Moment, wo du diesen Switch machst, vom Beobachter, vom Zuschauer, vom passiven in die aktive Leadership-Person eintrittst bei dir, für dein Leben, ändert sich alles. So viele, die es gemacht haben, so viele, die es weitermachen, weil es ist eine lebenslange Aufgabe. Deswegen ist das der Ort, wo du erstmal ankommen kannst mit dem ersten Full-on-Commitment. Finanziell für jedermann machbar. Absolut. Und jetzt lege ich dir noch meinen Signature-Kurs, I am chosen, ich bin die Auserwählte, ans Herz. Das ist ein so, so, so wichtiger Kurs, weil dort in diesem Arbeitsbuch, wenn du es wirklich machst, wenn du es wirklich machst, dann hast du deine Ergebnisse. Und die Leute, die es wirklich machen, die staunen. Und die Leute, die es mal kurz machen, die staunen. Und dann bleibt's aus. Es ist eine never-ending story. Du musst diese Identity bleiben, 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 in dir verankern, sein, sein, sein. Und dann zeigt sich dein Sein im Außen. Das ist ein Prinzip, das kannst du nicht brechen, das kannst du nur für oder gegen dich nutzen. Und ich bin hier, um dich dabei zu unterstützen, dieses Prinzip zu verinnerlichen und umzusetzen und dann für deine Wünsche und Träume zu nutzen. Und es geht nicht darum, dass du es so machst wie ich und dass du dir ein Leben erträumst wie ich und dass du denkst, ich bin besonders. Es ist ein Prinzip, das funktioniert für jeden, der es anwendet, der es trainiert. Ganz einfach. Und da musst du rauskommen aus diesem passiven Konsum von meinen YouTube-Videos. Wobei ich dich sehr liebe und schätze, dass du da bist. Aber erst dann, wenn du anfängst zu arbeiten damit, umzusetzen, Selbstkonzept, Selbstgespräche, Schreiben, Journaling, Arbeitsbuch, Workbook, geht dieses Wissen tiefer und tiefer und tiefer und du wachst jeden Tag ein Stückchen mehr verankert in deiner Divine Design Identity auf. Und es zeigt sich im Außen, in deinem SP, in deinem Business, in deinem Geld. Es ist der einzige Weg. Der Weg geht über dich und nicht über den richtigen Coach. Ich bin der Coach.
der dir beibringt, wie du dich selber führst, um nachher selber weiterzuführen, die Menschen, die für dich wichtig sind. Darum geht es. Nicht um meine Energie, nicht um meine Schlauheit, obwohl du natürlich von meiner Energie, von meiner Klarheit vor allem, von meiner Zweifellosigkeit angesteckt wirst. Das ist klar. Und wenn du Zweifel hast, entweder bist du in der Community oder bist du in einem Programm oder buchst eine Break-Free-Woche mit mir oder ein 1-zu-1-Gespräch. All diese Dinge stehen dir im Moment noch zur Verfügung. Du kannst ganz nah für ganz wenig Geld dich von mir inspirieren lassen. Aber mir geht es darum, dass wir langfristig das zusammenarbeiten und deinen Horizont so weit aufmachen, dass plötzlich logisch ist, dass alle Wünsche und Träume, die du jemals hattest, dich nur trennen, weil du noch nicht die Person bist, die du sein musst, wenn du diese Dinge hast. Und das ist der Weg, da gehen wir hin. Ich freue mich, dass du da bist. Bitte like dieses Video, bitte teile es, gib mir deine Kommentare und komm in die Vision Divine Design Community. Link findest du unter dem Video. Auf meiner Homepage ist alles. Meine E-Mail ist offen. Wenn du eine Frage hast, stelle sie mir. Es wird alles beantwortet. Es ist so wichtig, dass du keinen Zweifel mehr an dem Prinzip hast, so dass du all in gehen kannst in die Umsetzung. Dann ist dein Erfolg garantiert. Dann sind deine Wünsche manifestiert. Also, los geht's. Umsetzen. Wir sehen uns im nächsten Video.